Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein XXXXL Fashion Haul für euch. Es hat sich einiges angesammelt. Es sind aber auch ein paar Sachen für meine Schwester mit dabei, die ihr auch sehen wolltet. Nachdem ich euch gefragt habe, hattet ihr dann eben gesagt, dass ihr die Sachen auch sehen wollt. Dieses Video soll vielleicht als kleine Inspiration für euch dienen. Vielleicht ist ja was dabei. Ich werde versuchen, euch alles unten in die Infobox zu packen. Also ich suche alles nochmal raus für euch. Und falls euch irgendwas gefällt, könnt ihr da ja mal nachschauen. Die Sachen sind auch aktuell, da habe ich extra drauf geachtet. Es sind auch ein paar reduzierte Teile mit dabei, die aber noch erhältlich sind. Und deshalb würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal durch ins Video, damit es nicht zu lange wird, weil es ist einiges. Also ich sitze aus wie auf dem Schlachtfeld. Aber ich wühle mich jetzt einfach mal durch und wir legen los mit einem Teilchen, das ich so, so gerne mag. Ganz viele von euch haben mich auch drauf angesprochen und mich gefragt, woher das denn ist. Das hatte ich nämlich in einem Video an und zwar zu der Flaconi-Box. Da hatte ich euch gezeigt, was ich zum Valentinstag verschenke. Das Video dazu kann ich euch mal unten in der Infobox verlinken. Also wie gesagt, ich mag es sehr, sehr gerne. Das ist von ASOS. Das hat um die 24 Euro, meine ich, gekostet. Das gibt es auch noch in schwarz-weiß. Ich mag das auch mit dieser Schnürung. Allerdings ist es bei mir so, dass es doch sehr tief ausgeschnitten ist. Und das mag ich nicht so arg. Deshalb trage ich unten drunter immer dieses Top hier. Das hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Das ist von New Yorker gewesen. Hier unten noch mit der Spitze. Das schaut so ein bisschen raus. Und hier oben habt ihr eben auch Spitze, sodass es hier so ein bisschen abschließt. Aber wie gesagt, ihr könnt euch ja mal das Video dazu anschauen. Dann seht ihr, wie es getragen aussieht. Dann habe ich mir bei ASOS noch diesen Body hier bestellt. Den finde ich super edel. Der war auch reduziert. Total schön. Also ich freue mich schon drauf, den zu tragen. Den habe ich mir zu einem besonderen Anlass bestellt. Und zwar wurde ich eingeladen von L'Oréal nach Berlin zur Berlinale. Und am Freitag ist der Dresscode Paris Chic meets Berlin, irgendwie so. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich diesen Body hier trage und obendrauf eine Lederjacke, dann passt es sehr gut. Und dann noch diesen Rock hier dazu. Das ist ja eh total modern mit diesem Plissé, ne? Den hatte ich euch mal gezeigt, den hatte ich bei Mango gekauft gehabt und ich finde die Kombi einfach richtig super. Dazu habe ich mir noch Schuhe vorgestern mitgenommen und zwar bei Zara. Da war ich total glücklich, denn die waren reduziert. Erst stand drauf 19,99 Euro, dann bin ich an die Kasse und dann hat die Verkäuferin mir nochmal was abgezogen. Ich meine, ich hätte jetzt 15,99 Euro bezahlt, also richtig cool, weil die sind sehr, sehr hochwertig und die waren auch richtig teuer. Also man sieht es schon von der Verarbeitung und ich finde einfach, dass das eine super Kombi ist. Freue ich mich drauf, das zu tragen. Am Samstag dann zur Berlinale, da geht es dann auf den roten Teppich, da habe ich mir dann ja, sehr edle Kleider bestellt bei ASOS, aber ich kann mich noch nicht entscheiden. Und zwar habe ich zum einen dieses hier. Ihr könnt schon sehen, durch diese Perlen sieht es sehr edel aus. Hier hinten hat es einen richtig heftigen Rückenausschnitt. Also sehr, sehr edel, aber ich bin mir noch unsicher, ob ich dieses tragen werde oder dieses hier. Das hatte ich allerdings bei Fashion ID bestellt, also P&C. Peek & Cloppenburg hieß es früher und das finde ich auch sehr, sehr edel. Es ist noch mal ein Stück weit teurer und das Problem bei diesem Kleid hier ist, dass es mir ein ganz kleines bisschen zu lang ist. Also da muss ich mal schauen, dass ich noch höhere Schuhe dann dazu anziehe, aber mal gucken. Ich werde euch mitnehmen, wenn ihr das möchtet und dann werdet ihr sehen, für welches Kleid ich mich entschieden habe. Dann habe ich mir bei ASOS noch ein paar Schuhe bestellt und ich habe mich so verliebt, als ich die gesehen habe. Oh mein Gott, habe ich mir gedacht, ich muss die haben. Die waren allerdings, obwohl sie reduziert waren, noch relativ teuer, über 80 Euro. Aber als sie angekommen sind, habe ich schon gewusst, warum die so teuer sind, weil die Verarbeitung und das Material und einfach der Schuh an sich so, so edel ist. Ich hatte sie mir in 39 bestellt und habe dann gemerkt, dass sie mir einen kleinen Ticken zu groß sind. Jetzt habe ich sie nochmal in 38 bestellt und gesehen, dass sie nochmal reduziert wurden. Und jetzt kosten sie, meine ich, 56 Euro. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die 38 mir passt. Wenn sie mir zu eng sind, werde ich die behalten und einfach eine Sohle reinlegen. Also ich freue mich drauf, die zu tragen. Da werde ich so eine Skinny Jeans tragen. Ich habe jetzt hier auch eine schwarze, die werde ich euch gleich zeigen. Die passt auch super gut dazu und ich freue mich total drauf. Die Bella ist übrigens auch wieder mit im Video. Also falls ihr das Schnaufen hört, dann ist das die Bella. Dann machen wir mal weiter mit Shein. Da habe ich auch einiges bestellt, richtig tolle Sachen. Und zwar zum einen zum Beispiel diese Lederjacke hier. Oh mein Gott, also Lederimitat. Jacke, die hatte ich euch auf Snapchat gezeigt und da wurden so, so viele Screenshots gemacht. Oh mein Gott, aber die ist auch wirklich richtig toll. Die sieht so edel aus. Und meiner Schwester habe ich die jetzt auch bestellt, allerdings bei
Roamwear, weil sie da ein Ticken günstiger war. Aber die Preise verändern sich ja täglich, da könnt ihr definitiv mal nachschauen. Die ist wirklich richtig toll, ein Hingucker. Dann noch dieser Rock hier bei Shein. Der schaut so aus. Auch wieder mit diesen Falten, ist ja im Moment total modern. Ich finde die Farbe auch richtig toll mit dem Body, dann ist man angezogen. Vielleicht auch hier wieder ein Boyfriend Blazer zum Beispiel, damit man das Ganze so ein bisschen bricht und damit es nicht zu schick dann wirkt. Jo, dann habe ich, ach ja, bei Zara hatte ich noch dieses Top hier mitgenommen, wollte ich euch auch noch zeigen. Das war auch reduziert auf 10 Euro. Finde ich total edel. Vom Stoff her, also das ist ein Wahnsinnsmaterial, schön liegt es auf der Haut und da kann ich mir vorstellen, wenn man einen Blazer anzieht, dass das ganz, ganz schick aussieht. Ja, da freue ich mich jedenfalls drauf. Ist zwar ein bisschen weit ausgeschnitten, aber auch hier könnte ich wieder dieses Top tragen und dann, ja, ist es nicht so weit ausgeschnitten. Dann hatte ich mir noch diesen Body hier bestellt, der war auch von ASOS. Ihr wisst ja, wie sehr ich es liebe, Off-Shoulder-Oberteile zu tragen. Und dieser Body ist eben sowas. Mag ich sehr, sehr gerne. Vielleicht auch zu dem Rock zum Beispiel mit diesen Falten hier. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ne? So kann man das auch schön sehen. Jo, dann habe ich bei Shein noch einiges hier liegen. Von ASOS auch noch. Zeige ich euch gleich. Machen wir erstmal mit diesem Top hier weiter. Und zwar sieht es so aus. Auch wieder ein bisschen gewagt. Hier sieht man dann die Schulter. Die Schulter ist frei, mag ich sehr, sehr gerne, wenn man so ein bisschen Haut zeigt. Auch hier wieder, das gefällt mir sehr gut mit dieser Schnürung. Es geht nicht zu weit runter, sodass ich hier jetzt zum Beispiel unten drunter keinen Top tragen müsste. Bei dieser Bluse hier allerdings muss ich einen Top drunter tragen, weil ihr könnt schon sehen, ja, da sind sehr, sehr viele Löcher. Also sehr durchsichtig. Da werde ich definitiv einen Top drunter tragen. Aber ich finde auch hier wieder von der Verarbeitung kann man sehen, da steht nichts weg, da sind keine Fäden. Das ist wirklich ganz, ganz toll verarbeitet. Auch hier hinten der Reißverschluss, also da kann man überhaupt nichts sagen. Also ich bin da bei den Teilchen noch nie eingegangen bei Shein, wirklich. Also und ich würde euch da meine ehrliche Meinung natürlich drüber sagen, das wisst ihr ja. Dann noch diese Bluse hier, auch von Shein, auch wieder off-shoulder. Ihr wisst Bescheid, ich liebe es. Sieht so aus, muss ich natürlich noch bügeln. Aber auch hier finde ich die Verarbeitung wieder und die Details ganz, ganz schön und sieht wirklich edel aus. Wenn man das anhat, eine schöne Hose, ist mal toll angezogen. Dann habe ich für zu Hause diese Hose hier bestellt mit diesen Löchern hier. Wenn der Postbote kommt, denkt er sich auch, alles klar. Ja, so ist es halt, ist modern, für zu Hause passt es. Gefällt mir sehr gut. Dann habe ich mir noch bei ASOS, das wollte ich euch auch noch zeigen, dieses schöne Teilchen hier bestellt. Das war reduziert, da war ich so, so glücklich, weil ich sowas in der Form ja eigentlich schon habe. Das hatte ich mir bei Only bestellt. Das war damals auch reduziert, hatte ich euch auch gezeigt. Aber es ist immer schön, wenn man mal das in doppelter Ausführung hat. Wenn das eine in der Wäsche ist, dann hat man noch was anderes, weil ich das sehr, sehr gerne trage. Und zwar unter diesen Oversize-Pullis zum Beispiel. Ich habe jetzt hier einen liegen, den zeige ich euch gleich. Hier auch wieder ganz viel Spitze und hier unten ist auch Spitze, sodass ihr zum Beispiel diesen Oversize-Pulli hier tragen könntet. Der ist echt riesig, ne? Schaut euch das an. Ja, da passe ich wahrscheinlich dreimal rein, aber ist nicht schlimm. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und dann eben dieses Spitzenteilchen hier unten drunter, ne? Könnt ihr euch ja so vorstellen. Schaut dann unten raus, vielleicht eine blickdichte Strumpfhose und dann seid ihr angezogen. Oder zum Beispiel eine Lederimitat-Leggings. Da habe ich ja auch eine, die ich sehr, sehr gerne mag. Und ja, ich mag das einfach. Ich mag zwar eng anliegende Sachen, wie man heute sehen kann, auch sehr, sehr gerne. Aber ich mag auch so weite Sachen sehr gerne. Da kommen wir zum Beispiel schon wieder zum nächsten Pulli. Und zwar ist das mein absoluter Liebling. Könnt ihr schon sehen, den habe ich auch schon öfters getragen. Der ist einfach super, ne? Der kam an, der ist ganz, ganz weich und der ist total angenehm. Der hat hier oben diesen Rollkragen. So sieht das Ganze dann aus und ja, den mag ich auch super, super gerne. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Schätzchen. Blusen trage ich auch wahnsinnig gerne, das wisst ihr ja auch. Auch zur Arbeit zum Beispiel und da finde ich die hier wirklich ganz, ganz toll. Die hat hier so mehrere Lagen, also so mehrere Schichten, könnt ihr ja sehen, so ein Trompetenärmel mag ich auch. Allerdings ist es bei der hier auch wieder so, dass ich hier einen Top drunter tragen muss, weil die einfach sonst zu durchsichtig ist, ne? Ganz klar, kann man ja schon erkennen. Dann diese Skinny-Hose hier in Schwarz, die hat hier auch wieder diese Cutouts. Und diese Hose hier meinte ich,
zu diesen Schuhen dann, ne? So kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Finde ich einfach eine schöne Kombi. Die, habe ich gedacht, ist ein bisschen eng, aber die passt also richtig gut. Bei Hosen hatte ich nämlich so ein bisschen Angst bei diesen Online-Shops, weil, ja, ich weiß nicht, ich habe einfach Angst gehabt, die zu bestellen, habe es einfach mal probiert. Ich habe jetzt M genommen. Eigentlich trage ich ja 34 und es hat wirklich gepasst. Also sieht auch richtig toll aus, auch vom Stoff her ganz, ganz toll. Dann für meine Schwester habe ich dieses Oberteilchen hier, weil sie noch was für zu Hause gewollt hat, ne? Also jetzt nichts Besonderes, einfach für zu Hause, wenn man chillt, ne? Ihr könnt schon sehen, ist relativ kurz, bauchfrei für meine Schwester, passend. Dann diesen Pulli hier noch für meine Schwester, den finde ich total schön. Ich denke, dass ich den auch noch für mich bestellen werde. Und zwar kann ich mir den sehr gut vorstellen, hier mit einer schönen Kette. Und dann ist man schön schick angezogen. Also der ist auch vom Stoff sehr, sehr angenehm. Mag ich sehr gerne, aber der geht definitiv an meine Schwester Stefania, sowie dieser Pulli hier. Den finde ich auch sehr, sehr schön, auch angenehm. Und was mir gut gefällt, ist, dass die Fäden so gold sind, also das schimmert. Das schimmert so. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber den mag ich auch sehr gerne. Ist auch ein bisschen weiter geschnitten, also nichts Enges. Richtig schön angenehm für jeden Tag, dass man einfach ja, was Bequemes hat. Dann habe ich noch diese Hose hier bestellt bei Shein. Und zwar sieht die so aus. Die ist jetzt auch für zu Hause oder für den Sport. Jetzt denkt ihr euch, ist nichts Besonderes. Aber die hat hier, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, so Aussparungen, sodass man die Haut sehen kann. Also da ist so ein ganz besonderer Stoff und dann kann man die Haut durchsehen. Also finde ich auch richtig klasse. Und dieses Oberteil hier, das ist auch von Shein. Ja, mag ich auch sehr gerne. Hatte ich euch auch auf Snapchat gezeigt. Da wurden auch ganz viele Screenshots gemacht. Ja, ist auch sehr angenehm zu tragen. Und dann habe ich mir noch diesen Pulli hier bestellt bei H&M. Und zwar sieht der so aus. Der war auch reduziert. Ich meine, der hätte 10 Euro gekostet. Also da kann man echt nichts falsch machen. Den gibt es auch noch in einem Bordeaux-Rot. Aber da hat er mir nicht so gut gefallen. Da war er eher so ein bisschen weihnachtlich. Hatte ich so das Gefühl, ne? Und grau geht immer. Der ist auch schön angenehm. Der ist sehr weit geschnitten. Also da quetscht nichts. Nicht so einengend wie manch andere Oberteile, so wie das, was ich anhabe, wobei das auch sehr angenehm ist. Ich mag das ja, ich trage das halt auch gerne, aber jetzt ne, für den Alltag, wenn man mit den Kindern unterwegs ist, auf dem Spielplatz und so weiter, da ist sowas natürlich passender. Und deshalb habe ich mich hier für diesen grauen entschieden, finde ich sehr, sehr schön. Jo, und das war es eigentlich soweit. Hier sieht es aus, aber es ist nicht schlimm, das räume ich jetzt alles weg, beziehungsweise bringe es in die Waschküche, beziehungsweise in den Karton für meine Schwester, damit ich ihr das zuschicken kann. Vielleicht war eine kleine Inspiration für euch dabei. Wie gesagt, ich werde euch unten mal alles in der Infobox verlinken, falls ihr da irgendwas sucht. Und ansonsten ja, hoffe ich natürlich, dass euch mein kleines Video jetzt zu meinen neu errungenen Sachen gefallen hat. Lasst mir gerne eure Kommentare da würde ich mich total freuen, wenn wir uns ein bisschen austauschen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich meinen Kanal kostenlos abonniert, dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr von mir. Schaut auf jeden Fall auch mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich habe noch ein paar Verlosungen und auch auf Instagram verlose ich was ganz, ganz Tolles. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!